Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Immer noch bei der Weltmeisterschaft. Mal schauen, was heute auf uns wartet. Demolition Racing. Ja, es sind einfach 8 Rennen. Finde ich ziemlich hart. Schulrennen? Kannst du dich gegen eine ganze Meute Schulbusfahrer behaupten? Überquere als erste die Ziellinie. Egal welche schmutzigen Tricks du dabei einsetzen musst. Nur dann kannst du es in einem Stück aus diesem Schulrennen schaffen. Verursache mindestens 4000 Schaden. Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Schlage die gesamte Schulbusflotte. Ach du meine Güte. Big Valley Speedway. Überlebensrennen. Ein Oval. Ich glaube, ich würde mal das Getriebe etwas kürzer schalten. Die Bremsbalance eher nach vorne. Dann sinkt er, glaube ich, vorne mehr ein und dann kommen wir besser um die Kurven. Ja, mal schauen, ob das gut funktioniert. Alter, was für ein schöner Sonnenuntergang. Einfach rein da mal. Das ist so doof, eben. Wir fahren einfach 100 km/h und das ist im Kreis mit wie viel? 24 Schulbussen. Das ist so doof. Es ist so doof, dass es schon wieder gut ist. Ich habe nur 4 Gänge. Nee, checkst du, du überholst uns da nicht. Nice. Das wäre jetzt rausgedreht gewesen. Die 12. Wir haben 12 Runden vor uns, also jetzt noch 9. Die machen das alles schlau, die fahren hier oben lang, damit sie mehr Speed mitnehmen. Ich glaube, den Bus müsste man wirklich noch tunen. Was das möglich ist. Ja, 100 km/h ist halt nichts. Theoretisch könnte ich auch mal umdrehen und ein bisschen Rambazamba machen, weil so passiert eben nichts. Ach komm, why not? Gut, demoliert ist okay. Neu starten. Ich weiß nicht, wie man hier 4000 Schaden machen soll. Vor allem, weil die Busse ja alle gleich schnell sind. Hauptsache, ich leg mich hin. Gut, ich glaube, ich muss den Bus vorher erst noch tunen dafür. Falls das eben möglich ist. Also so wird das nix.
Da haben wir den Schulbus. Upgrades. 14.000, Alter. Okay, wenigstens ein Racer-Motor. Ach so. Es geht gar nichts anderes. Schade. Panzerung geht auch nichts. Reifen auch nichts. Okay. Ja gut. Dann versuche ich es halt mal so. Mal schauen, ob das was gewirkt hat. Ein besserer Motor, der etwas schneller ist. Dann würde ich aber das... Ja, das Tuning würde ich wieder so lassen. Ja. Let's go. Okay, viel besserer Start. Ja, da merkt man einen größeren Unterschied. Jemanden auf der geraden Strecke umdrehen, damit er möglichst viel Schaden erleidet. Das Rennen irgendwie nicht. Da passiert nichts. Wie soll man da aufholen können? Okay, das war gut. Den hat's erwischt. Das ist ein bisschen lächerlich irgendwie. Man kommt ja nicht dran. What the hell? Und jetzt bin ich 17 von 16. Von 16 auf 17, nice. Hat mir absolut nichts gebracht. Aber die Stimmung ist echt schön am Himmel. Aber wie man hier Erster werden soll, ein Rätsel für sich. Ich kann ja nicht mehr das Gas geben und versuchen, die Ideallinie zu fahren. Man kommt da nicht ran. Wie soll das funktionieren, Erster zu werden? Sag mir das bitte. Auch 4000 Schaden unmöglich. How?
Ich lasse das Rennen hier vorerst noch raus. Keine Ahnung, wie das schaffbar sein soll. Zerstörungsspuk. Gib dich den Thrill der Demolierungsrennen hin. Hier crashen Rempeln und demolieren die besten Fahrer auf dem Weg zur Ziellinie. Eine Zerstörungsrennserie nur für die besten unter den ovaleren Fahrern. Verursache 1500 Schaden, lass mindestens 3 Gegner rausdrehen. Okay, oval fahren wir jetzt. Dirty Devil Stadium. Bang Race. Safe Room. Die letzten werden disqualifiziert. Wird zerstört, eins von beiden. Oh ne, das ist die Strecke. Die Strecke mit den Sprüngen. Shit. Dead Pedder. Komm, dann dreh ich raus. Oder auch nicht. Holy shit, was war das denn bitte? Okay, das kleine Auto hat es mittlerweile echt in sich, finde ich. Das ist eine coole kleine Karre. Shit. Okay, erster. Jetzt muss ich theoretisch einfach hier die Stellung behalten und an die letzten rankommen, die ich da vorne schon sehe, um dort noch einen rauszudrehen. No! Das war's. Komm schon, da muss ich rankommen am ersten. Komm, verpiss dich! Okay, ein Ziel erreicht. 3 Gegner rausgedreht. Auch ein bisschen weird. Und jetzt noch 1500 Schaden. Und den ersten holen. Das ist, glaube ich, der hier, ja. Oh shit! Ich spring immer schräg. Das ist doof. What? Schon vorbei? Erster Platz. Nice. Na gut, why not? Läuft doch schon ein bisschen besser hier. Okay, eben noch 1500 Schaden muss ich erreichen. Irgendwie.
vielleicht jetzt als erste gestartet. Ist das natürlich eigentlich was sehr Nices. Aber ich habe den ganzen Vorsprung schon wieder verspielt. Schon wieder schräg gesprungen, Alter. Gedreht. No! Fuck! Jetzt möchte ich zu viel, ich mit. Rausgecrashed. Schon Sandrine. Schade, das war mehr ich in die Wand. Shit. Nicht so nice. Nicht so nice. Wie die einfach rüberfliegen. Und der macht einfach den Bunny Hop. Eine Runde. Ich glaube, da vorne ist der erste. Ob ich den noch einhole? I don't know. Nee, wahrscheinlich nicht. Kein Mob ist hinter mir. Mob. Der ihn hat auch erwischt. Da ist der erste. Okay, könnte gut ausgehen für mich. Yes, das sieht gut aus. Für den Fahrer zwar nicht, aber für mich schon. Erste Position, sehr nice. Ich glaube, wir haben alle Ziele erreicht. Und zweimal erster Platz. Ja, alle Ziele erreicht, sehr gut. Dann kann ich mich jetzt ja auch wieder einfach bloß aufs Rennen konzentrieren. Links ist halt schon besser, das sind die kleinen Sprünge. Obwohl, kommt mich vielleicht bloß nur so hoch. Shit. Ich nehme den Sprung immer so schräg. Das ist unglaublich. Auto ist halt auch leicht und fliegt wie keine Ahnung was.
ist denn hier los? Einfach schon Leute überrundet. Was macht ein Eogai hier? Sandream schon wieder? Leute, was macht ihr hier? Alter! 40 Minuten Game-Up kommt auch noch! Wahrscheinlich jetzt direkt hinter mir. Noch nicht. Alter, Professor D-Train! Okay, Fuel Burn. Okay, 13 Sekunden hinter mir, what the hell? Was machen die bitte? Dann sind das ja alles die Letzten, die hier mit mir fahren. Und mega das Chaos veranstalten. Und ich auch! 17 Sekunden! What the fuck? Was macht der Typ bitte? Nee! Gut, ich glaube, dass... Okay, ja, okay. Ich sag lieber nichts. Wir haben noch 6 Runden vor uns. Ich bin mal lieber still. Und schweige. Alter. Oh, shit. Dr. Danger Noodle. Diese Namen manchmal. Und dann komme ich einfach mit meinem richtigen Namen. Das war schlecht. 40 Minuten Kebab ist 18 Sekunden hinter uns. Und hier ist einfach das völlige Wreckfest. Es wäre lustig, wenn ich 40 Minuten Käfer überrunden würde. Ich habe keine Ahnung, welche Plätze die Leute hier sind. Wait, Sandream ist Dritter. Und ich habe gerade Sandream überholt. Wie zum Teufel geht das? Dann muss ich ja den 40 Minuten... Ja doch, dann muss ja der 40 Minuten Käfer direkt vor mir sein. Hä, was? I don't know, wie das geht. Ist ja egal. Okay, er holt ein bisschen auf. 12 Sekunden nur noch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir haben noch 4 Runden. Wie sich der andere dreht. Jetzt sind es wieder 17 Sekunden, das ist gut. Ich frag mich, wo der Typ ist. Den hat's zerfetzt. Den hat's zerfetzt, die Wolle. In der Luft in Flammen aufgegangen. Und was ist hier los? Einfach 3 Leichter auf einem Ort. Boah, die Strecke hat's in sich offensichtlich heute. Die KI kommen nicht so gut klar damit. ...20 Sekunden hinter mir. Holy smokes. War ich so gut? Oder haben die anderen einfach so ein Pech?
30 Sekunden! Liegen die hier links im Graben oder was? 40? Wahrscheinlich. Und da lagen gerade zwei Leute im Graben. 40 Sekunden! Wie? Wie geht das bitte? Das Sandream und Sandream ist Viertel. Ups, da hat's mich jetzt. Naja, macht ja nichts. Bei 40 Sekunden Vorsprung. What the fuck? Fuel Burn ist Viertel. What the hell mit 40 Sekunden Vorsprung? Eine Runde mehr. What? Crazy shit. Okay, gut, so kann man es auch machen, würde ich sagen. Das war mal eine Meisterleistung. Erste Position, 2 von 2 Zielen, 200 Punkte von 200. Badaboom. Nice. Ja, dann war es das auch schon wieder von Wreckfest für heute. Wir haben ein bisschen was geschafft, bisher bei der Meisterschaft. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.